Und damit herzlich willkommen zurück zum kurzen Qualifikationstraining aus Australien. Ja, ihr seht gerade richtig, ich habe es ein bisschen falsch eingestellt. Ich muss es tatsächlich noch nach dem Rennen ändern. Aber ich habe die KI-Stufe runtergezogen auf jetzt mittlerweile 73. Von 80 auf 73 runtergezogen. Nur um halt ein bisschen von der Zeit heranzukommen. Dass ich letzter bin, stört mich das gar nicht. Das wäre sogar realistisch. Aber zumindest die Möglichkeit haben, nicht ein, zwei Sekunden hinter dem eigenen Teamkollegen hinterher zu gucken, sondern einfach wieder ein bisschen in seine Reihenfolge zu kommen, in seine Nähe zu kommen. Gut, wir gehen dann rein ins Qualifikationsrennen und mal gucken, was einfach nur drin ist. Ich denke, wie gesagt, nicht viel. Willkommen in Melbourne, das Qualif... Das brauchen wir ja nicht einzustellen. Wie gesagt, es geht ja eigentlich erstmal in erster Linie darum, mal gucken, was der Teamkollege so macht, ne? Romain Grosjean wird der Erste sein, der rausgeht. Wir fahren mit ihm alle gerade ein bisschen mit. Sehen momentan erstmal noch auf der Outlap, das heißt, es ist noch keine Möglichkeit, noch keine Zeit, die mitläuft. Weil mir eigentlich gerade wichtiger wäre, mal das nächste Auto anzugucken. Gerade was die Linz 2, dann die 4. Palma, Sainz, Grosjean, okay. Das heißt, wir fahren mit Alonso mit. Der ist eher so die Kragenweite, die wir haben. Alonso läuft auch noch nicht die Zeit mit. Die wird jetzt in wenigen Sekunden laufen, damit ich weiß ungefähr, wo ich dran bin. Aber ich werde jetzt auch gleich auf die Strecke gehen. Umso leerer, umso besser. Okay, auf geht's. Ich würde mal sagen, wir fahren auch mal raus. Nee, damit wir auch mal ein bisschen was auf der Reihe bekommen. Ab jetzt darf nämlich das Auto nicht mehr verändert werden. Jetzt sind wir nämlich einmal auf der Strecke. So, gleich läuft die Zeit mit. Wie gesagt, Vettel. Mache ich mir gar keine Gedanken, muss man den kriegen.
Ich fahre auch heute wieder mit dem Lenkrad übrigens. Also. Das war eine Strecke, die mir liegt. Bin ich ja 9. geworden in der Liga. Das 9. Platz wäre hier definitiv ein Traum. Aber wenn man nur Platz 15, 14, 16, sowas, bin ich eigentlich schon zufrieden mit dem Auto. Ich hatte Vettel 1,3 Sekunden. Es gibt eh nur dieses eine Qualifikationstraining, weil halt Kurzquali sind 12 Minuten. Das war jetzt nur noch 5. Wenn ich mal eine Referenzzeit meines Teamkollegen hätte. Ich meine, die Runde ist eh kaputt. Obwohl es sie nicht. So schlecht war die gar nicht. Jetzt muss ich sie nur noch nach Hause bringen. Vielleicht kriege ich nochmal einen Run hin. Also noch mal eine Sekunde gerade zu holen. Einen kleinen Fehler eingebaut. Und damit wäre ich vorbei im Teamkollegen. Ich habe also noch einen Versuch. Thank you.
der Van Dorn noch vorbeigesprungen. Ich habe aber noch mal einen Versuch. Ich glaube, ich ziemlich gerade von null rüber. Das heißt, ich kann noch mal einen Versuch setzen. Mal alles aus dem Sauber rausholen. Ah, da könnte man vielleicht doch einen Sprung kommen. Kriege ich den Van Dorn noch? Yes! Platz 18. Doch noch mal was riskieren mit dem letzten Versuch. Den war mit mir. Wenn wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Vettel, Hamilton und Kimi Räikkönen. Das Qualifying ist beendet. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, doch nochmal noch einen Sprung gemacht. Und endlich macht doch Bock. Da macht doch richtig Laune. Es ist nur Platz 18. Man freut sich auch über die kleinen Dinger. Aber ich bin mit dem Sauber mehr als zufrieden mit Platz 18. Definitiv. Dass ich zumindest meinen Teamkollegen geschlagen habe und noch einen McLaren hinter mir gelassen habe. Das, was ich eigentlich als Ziel wollte. Alonso auf der 9 ist für mich absolut utopisch, den habe ich nicht bekommen können. Das waren 1,4 Sekunden, die ich hinter ihm bin. Aber wenn man mal so sieht, zum Beispiel hinter dem Force India, knapp nur dahinter, 0,2 Sekunden, wenn ich immer noch eine kleine Lücke gefunden hätte, wäre es vielleicht sogar noch Platz 17 geworden. Aber wie gesagt, soll man nicht plötzlich aus der Papst sein, ich bin zufrieden, definitiv. Ich habe die Freude habt ihr auch gerade mitbekommen. Jetzt müssen wir gucken, was im Rennen drin ist. Ein vernünftiger Start, vielleicht da noch irgendwie was machen. Und dann läuft es eigentlich. Ja, ich bin zufrieden, definitiv. Irgendwo bin ich jetzt dicke zufrieden. Da vorne, aber wir haben ihn geschafft. So. Gut. Wir hören uns doch schnell die Voicemail an. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Genau. Wir sollen das Rennen auf Platz 19 oder besser beenden. Werder einschlagen und Platz 19 oder höher ist auch das Ziel in der Fahrer-WM. Wird nicht einfach. Aber es ist das realistische Ziel. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2017, die neue Karriere mit dem Sauberteam. Und ja, ob es an einem Rennen das gelingt, unser Teamkollegen zu schlagen oder vielleicht auch noch ein, zwei Plätze nach vorne zu holen, nach vorne zu fahren, das wird abzuwarten. Begleitet mich, seht es in der nächsten Folge. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Bis dahin und auf Wiedersehen.